sind ein Teil vom Querdenken 30-Team. Und vielen Dank. Ja, wir organisieren seit 12 Wochen die Demo auf dem Alex. Ja, und sind die wenigen, die das noch konnten. Also einer aus unserem tollen Text geschrieben. Und das wollen wir euch jetzt mal vor. Ja, auch das wieder. Also ich muss jetzt leider erneut darauf hinweisen, ihr seid ersichtlich ein Paar, aber das ist in Deutschland verboten. Ja? Ihr könnt davon halten, was ihr wollt, was ich davon halte, aber ich muss jetzt diesen beiden Menschen, die ganz offensichtlich... Was ist jetzt mit meiner Technik? Ja? Ein Paar sind auch Paare, müssen auseinanderstehen, das ist Deutschland 2021. Also ihr sollt alle noch ein bisschen auseinandergehen. Ich muss euch da als Versammlungsleiter darauf hinweisen, ja, man darf eben in diesem Land auch auf eine Versammlung als... Und dieses ist jetzt in meiner Technik. Land? Vielleicht ist das der Funk. Ja, man darf da eben auch nicht zusammenstehen. Vielleicht stellt euch einfach näher Richtung Polizei, um auf diese Absurdität hinzuweisen. Also ich habe das in Baden-Württemberg durchgekriegt, dass wenigstens Eltern neben ihren Kindern stehen dürfen. Auch das war ursprünglich mal verboten. Aber ja, ich soll es ab und zu durchsagen, ich sag's jetzt auch durch, ist soweit auch okay. Dass natürlich Abstände auch für die Polizei gelten, habe ich jetzt auch durchgesagt. Wenn man Menschen anspricht, kann man auch Abstand halten. Man braucht keine Menschentauben vor den Polizisten um einen. Offenbar hält sich die Polizei nicht an die eigenen Regeln. Und der Unterschied, ihr arbeitet im Staatsdienst. Ja, ihr müsst es noch wesentlich eher machen. Die Menschen können im Zweifel entscheiden, ob sie eine Ordnungswidrigkeit kriegen können, ja. Kann ich nichts machen, ich kann es Ihnen nur sagen. Aber Abstandsgebote gelten auch für Polizisten. Und zwar unabhängig davon, ob ihr eine Maske aufhabt oder nicht. Und da bitte ich jetzt einfach mal darum, dass ihr das einhaltet. Wirklich. Und an meine Versammlungsteilnehmer, hab's jetzt auch gesagt, bitte auch guckt, dass ihr die Abstände einhaltet. So, dann gebe ich das Mikro jetzt wieder weiter. Wenn die Hoffnung fast gestorben ist und die Menschen sind allein, im kalten Reich der Diktatur tritt für die Freiheit ein. Tritt für die Freiheit ein, mein Freund, tritt für die Freiheit. Freiheit ein. Ihr knebelt mit der Maske uns und dann sperrt ihr alle ein. Ein Leben in Gefangenschaft kann kein Leben für uns sein. Und schlappig ist mein Blut verrinnt, ich werd nie ganz klar. Bin ich tot, dann kommt ein neuer nach und tritt für die Freiheit ein. Tritt für die Freiheit ein, mein Freund, tritt für die Freiheit ein. Bleib friedlich und mit klarem Blick und tritt für die Freiheit ein. Disclaimer: Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.